Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh, eine Nachricht. Mr. Pierce, Jax ist weggelaufen. Ich mache mir Sorgen. Ich wollte die Polizei anrufen, aber zuerst Sie verständigen. Nein, nein, alles gut. Er macht das manchmal. Er ist gestresst und fährt dann gerne mit dem Zug. Keine Sorge, ich weiß, wie ich ihn finde. Bitte rufen Sie an, wenn Sie etwas wissen. Wenn Sie ihn nicht finden, sollten wir die Polizei alarmieren. Das wird sich aufklären. Ehrlich. War klar, dass Jax das tut. Er ist kein Kind, der still sitzt. Er hat viel von seinem Onkel. Jetzt sucht er seine Mutter. Wo könnte er sein? Ja, wir sind wieder auf der Insel gelandet und hier haben wir unsere Mission. Vielleicht bekommen wir nochmal die ganze Mail zu sehen, die wir gerade hatten, und dann geht es los, meine lieben Damen und Herren. Ich bin immer noch leicht angeschlagen, was heißt leicht, ich bin eigentlich gut angeschlagen. Da ist nochmal die Mail von dem Jax. Hilf, ich wollte Mom finden. Hier sind Männer mit Waffen. Haltet du... Ach nee, ich habe Angst. Halt dich, Junge. Ich komm dich holen. So war das jetzt zwar nicht geplant, aber auch egal. Och man, hier kommt man da irgendwo hoch, oder? Sah so gut aus am Anfang. Ah, da geht's, da ist ein Zaun, siehst du. Da ist ein Zaun. Seit wann komme ich durch solche Zäune nicht mehr durch? Hallo, Realitäts... Ich fühle mich verarscht. Egal, wir machen einfach hier drüber. Wenn wir hier denn durchkommen, bevor mein Auto explodiert. Zimmer gekommen, okay. Stopp! Boah. Ich hasse Industriegebiete, ey. Ist mega schwer, da erstmal auf die Straße zu kommen. Und ich bin auf der Straße selbst schon nicht so ein Held. Da muss ich erstmal durchs Industriegebiet durch. So, und da sind wir auch schon. Und los geht's jetzt, ne? Lol. Stimmt, das hatten wir ja freigeschalten. Hui, Tor aktiviert. Dass sich da jetzt sowas aktiviert. Und wir geben uns erstmal auf den Weg jetzt mit dem kaputten, rauchenden Auto zu Jax. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo lang. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh mein Gott, ey, ich habe wieder einen Fahrstil. Es ist abends um Mitternacht und ich habe keine... Ja. Ja, da sind wir wieder nachdem sich gerade mein Antivirus-Programm angeschaltet hat, mir gesagt, ey du bist ein Spast und ich wollte dich immer mal verarschen. Ja, da, ne? Ach, während einer Mission geht das ja nicht, gell? Oder? Nicht? Ah ja klar, während der Mission. Dann dürfen wir den ganzen Weg also fahren. So, mit diesem Halb, ich nehme ein anderes Auto. Ich fühle mich schon mega schlecht, einfach indem ich einfach losgefahren bin. Siehst du, da hinten haben wir noch ein paar Autos. Und da versuchen wir mal in weniger rabiaten Zustand anzukommen. Nehmen wir gleich das Rote hier, sieht ganz cool aus. Und fahren vorsichtig aus. So. Und los geht's.
Dann schauen wir mal, wo es jetzt hier abgeht. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch eine Bahnmission sein wird, ob wir wieder eine Bahn hacken müssen. Könnte ich mir aber gut vorstellen. Stopp, da ging's hoch. Lustig wäre es, wenn sie die Streifen auf dem, die man macht durch solche Drift-Aktionen, auch die in dem Spiel hier nicht so gut möglich sind. Oh mein Gott. Los, komm schon. Super. Wenn sie die lassen würden und dann irgendwann hast du so eine übel zugestreifte Straße einfach nur noch. Andererseits wäre natürlich auch scheiße, wenn sie alle deine Dinge, die du kaputt gemacht hast, lassen würden, weil dann wäre deine Straße irgendwann gar nicht mehr vorhanden. Geschweige denn auch Autos, mit denen du fahren könntest. Weil ich zum Beispiel nach einer gewissen Zeit bestimmt alle Autos geschrottet hätte. Ach, siehst du, mein LKW mit Werbung. So. Okay. 2000 Meter, ey, warum kann man denn sowas nicht zurücklegen? Ohne... Raff ich nicht. Na egal, wir haben schon das Auto, es passt schon. Wir hacken mal hier kurz. Ich muss aber auch sagen, dass in solchen Spielen wenig Wert gelegt wird auf Ausrüstungsgegenstände und so. Ich meine, wir spielen das Spiel hier durch, aber es ist irgendwie, genau wie bei Assassin's Creed, es ist eigentlich scheißegal, was Waffen du dir kaufst. Es ist scheißegal, wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, was für Schwerter du dir kaufst. Es ist auch vollkommen egal, ob ich die Dingsgranaten benutze. Ich meine, sie können mir das Leben erleichtern, aber es ist halt nicht so, dass sie zum Hauptbestandteil des Spiels gemacht wurden, was ein bisschen schade ist. Weil ich bin halt jemand, ja, wenn es nicht sein muss, dann renne ich halt mit purer Gewalt durch so ein Spiel. Da kann man ja, oh, fuck. Kann man ja sonst in der Realität nicht machen, ne? Deswegen muss man das in dem Spiel ausüben. Potenzieller Massenmörder! Natürlich, ich auf jeden Fall. Autsch. Ich wäre der potenziellste Massenmörder überhaupt. Verbrechen erkannt. Remote Profiling, Wegpunkt, nee, danke. Noch 300 Meter, auch nichts, wir sind schon fast da. Na, dann passt das ja. Weg da. Hier hinten irgendwo. Na dann. Zum Teufel macht Jackson. Das ist der Racine Valley. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mob. Nach dem Auktionsfiasko werden die Jungs schön wachsam sein. Na klasse. Und ich sehe schon eine ganze Menge von den Leuten. Wir packen gleich mal die... So, guck mal, was wir überhaupt haben alles. Ich habe das noch nie richtig... Fokus Boost. Ah ja, stimmt, das kann man nicht erstellen, okay. Ja, diese Dinger sind mega sinnlos, finde ich eigentlich. Blackout. Ich probiere einfach mal einen Blackout. Keine Ahnung, ob mir das jetzt irgendwas bringt, aber... Da sind zwei Gegner. Na, die wollten nicht sofort sterben. Hallo. Sterben ist angesagt. Na, Hallöchen. So. Dann müssen wir theoretisch jetzt hier hoch. Da unten konnte ich gerade irgendwas hacken.
Okay. Der Typ ist anscheinend runtergegangen. Ich nutze den Moment einfach mal. Da drin ist Jackson sicherer, bis ich die Kerle erledigt habe. Ach, alle Gegner töten. Ach so. Die Mission lese ich erst jetzt. Na dann. Sie haben mich gefunden, na, das ist doch wunderschön. So liebe ich meine Mission. Hallöchen. Wow, okay, ich streif doch lieber zu was anderem an. Oh, falsche Es fängt gerade mega gut an und dann sowas. Oh mein Gott, nicht hier lang. Du geht doch richtig. Ne, geht doch. Vielleicht doch zur Sniper wechseln? Nee, glaube ich nicht. Es sind so blöd und rennt doch in die Deckung von jemandem rein. So langsam habe ich das Prinzip von der Dreischusswaffe raus. Na komm. Das heißt natürlich, ich muss nachladen. So. Ja, ich sehe nichts. Hallo Sonne. Man hat natürlich auch überhaupt keine Lebensanzeige zu diesem Spasten. Oh mein Gott. Natürlich musst du dazu erstmal hochkommen, Dicker. Na komm her. Komm her. Na also. Ja, normale Gegner habt ihr keine Chance gegen mich. Nein, fuck! Die lag hinter... Das waren zwei... Oh, das war jetzt fies, Alter. Ich habe die Bombe vor mir gesehen und dachte mir, okay, die macht nichts. Und dann sehe ich auf einmal hinter mir noch eine, ey. Was für eine Scheiße. Oh, nee. Ernsthaft alles nochmal? Nee. Naja, schon klar. Diesmal stehe ich natürlich an der richtigen Stelle, um das zu hacken. Hä, irgendwie doch nicht. Keine Ahnung, was ich da hacken soll, aber... Ich
Tja. Er ruft jetzt schon wieder Verstärkung. Wir brauchen hier Hilfe. Hä? Wer ist das? Wo? Hä? Ich sehe nichts. Oh, ich hasse Gegner, die ich nicht sehe. Das ist so dumm. Ich kann das Ding nicht mehr springen. Oh, es, also ernsthaft. Dann willst du es das nächste Mal wieder so machen und dann ist dieses Ding nicht mehr da. Dann kommen aber immer von da hinten Leute. Was ist denn das? Wie soll ich denn dieses komische Ding da hinten sprengen? Das geht gar nicht. Ja, schön, da ist was drauf. Und was soll ich da machen? Was soll das sein? Ist mir scheißegal, ich will jetzt gucken, was das ist. Ich werde jetzt dafür auch sterben. Ja, klasse. Ich will jetzt wissen, was das da ist. Ich werde jetzt da tausendmal hinrennen, bis ich sterbe. Es ist mir scheißegal, da bin ich jetzt konsequent. Ich will wissen, was das ist. Hä? Ja, keine Ahnung. Vielleicht soll ich da eine Bombe drauf werfen. Was ja auch schwachsinnig war, wird mir angezeigt, wo ich die Bombe drauf werfen. Habe ich überhaupt Bomben? Bessere Frage ist, kann ich so schnell welche herstellen? Nur kann ich nicht. Kann ich dort irgendwas sprengen? Nee, gell. Oh, diese Viecher, ey. Wer entwickelt sowas für ein Spiel? Das ist doch absolut unschön. Klar, die reichen nicht. Sind ja nur, warte mal, 2000? Mein Gott, komm her. Da ist der Große wieder. Boah. Kann man so, wie kann man nur so nervtötend sein? Oh, von wo kommen die noch alles? Na komm. Ja, also ja. So. Boom. Wir schaffen es nicht. Wir brauchen Hilfe. Wird gemacht. Hilfe rufen, ja, gell? Schon klar.